bin halt nur mal kein Gamer. Ich interessiere mich. Diese Abwechslung. Mich interessiert die Story jetzt nicht so hart. Kann ich auch gerne noch nennen. Ach so. Ja, ich, was mich halt so verwundert ist, was ich einfach nicht verstehe, in Halo, sind das halt Gegner hier, die sind alle, jedes Mal, das sind die besten Social Softies. Social Pros. Social Pros. Pro Socials. Socials. Egal, aber wo fahre ich eh, was mich so verwirrt ist, weil 343 hat den... Ups. Auch gut. Was wolltest du sagen? 343, finde ich, hat in Reach eigentlich so viel getan, um das Game besser zu machen, wo man eigentlich dachte, ja, sie haben eigentlich geplant, was sie machen. Naja, irgendwie doch nicht. Ja, Reach war zum Schluss gar nicht mal so schlecht, muss ich auch zugeben. Obwohl ich ja Reach total gehatet habe am Anfang. Oh, ich choke. Ich choke. Wurde ich gerade vom Teammate gekillt? Naja, vielleicht war es seine Rache. Oh Gott, sie kommen und sie sind böse auf mich. Au! Da denn die. Oh Mann, so, wer hatte gerade eine Shotgun? Bisschen Fokus hier. Also ich hoffe ja, dass man einfach bei 343 alles darauf schieben kann, dass sie für Halo 4 nicht genug Zeit hatten oder sowas. Und ich bin schon wieder tot. Ja, bloß der Trend geht halt nun mal weg vom Competitive Gaming bei Shootern also zumindest. Das größte Problem, was meiner Meinung nach Halo momentan hat, ist, dass das Aim eben so ein bisschen so smooth ist im Vergleich zu Halo 3. Und das macht's halt so einfach. Aber ich glaube nicht, dass sich das jemals wieder ändern wird. Ja, auch die Maps. Die Maps sind auch... Ja, gut, das stimmt auch noch. Nicht gerade der Burner jetzt in Halo 4. Weil mir würde spontan keine Map einfallen, die ich gerne spielen würde, da. Ja. Gut, das kommt noch hinzu. Ah. Da schlägt Resort schon Traum dagegen, sagen wir es mal so. Ja, nun, ne. Oh nein. Oh, da hat irgendwas geklingelt. Ja, ich werde am Handy angeschrieben. Oh Gott. Nein, warum? Immer diese Handys. Ja. Es war doch schon im letzten Live so, dass da irgendeiner angeschrieben wurde. Stimmt, ja. Aber diesmal, da war es, glaube ich, der Psycho. Ihr seid ja voll Fame. Klar, Mann. Klar, total. Wie soll keiner anschreiben? Dieser Spackmann, jetzt hat er einfach so ein verdammtes Bubble Shield. Und was bringt ihm das jetzt außer nichts? Nichts. Außer nichts? Oh, die Nate war super und trotzdem verkacke. Ja, jetzt mir ernsthaft die Snipe weggenommen. Ey, Mann, ich spiel grad so schlecht. Dito. Alter, was ist denn? Oh Gott, hinter mir. Was hinter dir? Wo bist du? Der ist schon tot. Nein, der steht da in der Ecke einfach so rum. Einfach so. Jetzt ist er weg. Perfekt. Ey, ich werde dauernd angeschossen. Lass doch mal den armen Eliten in Ruhe. Oh. Ja, die sehen dich halt als größere Bedrohung, ne? Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Da hast du jetzt natürlich recht. Sehr, sehr, sehr wahr. Aber ich muss sagen, für Social Generals sind die jetzt auch nicht so. Aber. Nee. Hab schon Schlimmeres gehabt. Ja. Vor allem mit ihren sinnlosen Battle Shields. Schon wieder den eigenen weg, ja. Du wirst noch gekickt, ich seh's schon kommen. Ja, diesmal war's kein Betrayal. Oh. Sah aber schön aus. Ey, dieser Kerl da hinten stirbt einfach nicht. Jetzt tötet es. So, als erstes mal die Crow-Waffe schlechthin ausgepackt, der Stachler. Betrayed! Ach! Gott! Siehst du, jetzt will er, aber jetzt hat er Blut geleckt, jetzt will er Rache. Aha! Mann, ey! Es ist frustrierend! Nein, ich hab grad nicht aus Versehen den Nate zu dem Teammate geworfen. Naja. Auch er ist sogar aus Versehen gestorben. Ups. Da liegt nur meine Leiche von vorhin. Nein, du bist tot. Warum? Was hat dich getötet? Der kommt her und das erste, was er tut, ist sterben. Aber.
Nein, eigentlich wollte ich sagen, ein Buffalo Shield aufmachen. Nein, jetzt falle ich runter. Oh. Nicht mein bestes Game. Ey! Oh Mann! Tut der den Leben wieder raus, Mann. Der hat einfach so einen Riesenschädel. Ich fange die ganze Zeit die Vorschuss ein. Oh, weil ich sagen muss, ein Elite ist eigentlich schwerer zu vorschotten als ein Spartan. Meine Meinung nicht, wenn du meinen Helm hast. Gut, das könnte stimmen. Ja, die anderen will ich aber nicht nehmen, weil ich finde, die sind alle so doof. Es geht hier vor sich. Böse Leute mit Sniper und so. Oh, das ist ein Brutshot, den nehme ich mit. Gewehr. So, jetzt brauchen wir noch einen Gegner und dann ist die Kombi perfekt. Ah, hallo. Nein, der Laser. Ah, da oben ist ein Gegner und der hat eine Granate und die sitzt auch noch, aber sie hat ihm nichts genutzt. Gegen meinen Eliten-Skill hat er einfach keine Chance gehabt. So sieht's aus. Genau. Verdammt da. Verdammt da. Da. Was? Energieabsauger oder was? Ich bleib im Bad. Oh, da quitten sie. Oh. Naja, haben wir genug EPs. Na, das stimmt wohl. Ach Mann. Komm jetzt. Geil, wir brauchen eh nur noch einen. Geht doch. Nein, Zeit mich selbst zu lasern. Oh. 9 Kills, naja. Hab auch schon mal Besseres hinbekommen. So, ich würde sagen, eine Runde Multiteam können wir doch noch spielen. Oh ja, genau. Und dann könnten wir die Sache hier beenden. Ich muss sagen, die Highlights in dem Spiel gerade waren die 2 Betrays von mir. Oh, nun. Wir wollten halt den Gegnern eine Chance lassen, ja? Ja. Ja, genau. So bin ich nicht so positiv gegangen hier, krass. Jo, das ja. Schon. Jo, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir hatten so schön diskutiert über Halo 4. Stimmt, ja. Ich habe nur vergessen, über was. Egal, was ich hoffe in Halo 5, dass sie machen, ist, dass sie nicht die Grafik bis ans Limit pushen. Und anstatt, weiß ich, habe lieber ein Game, das ein bisschen schlechtere Grafik hat, aber wo dann dafür die Waffen auch länger als 30 Sekunden liegen bleiben dürfen. Länger als 5 Sekunden. Oh ja, tut mir leid, stimmt schon, 5 Sekunden, das trifft wohl eher. Ja, man sieht es in Halo 3, also die Grafik ist nicht unbedingt entscheidend. Ja. Mehr braucht man dazu auch schon wieder nicht sagen. Das stimmt. Wobei, also, wo Halo 3 damals herausgekommen ist, nicht unbedingt schlecht aussah. Ja. Ja, ja, es war jetzt, kein Augenmerk, aber... Was ich in Halo 4 unglaublich vermisst habe, ist diese Liebe zum Detail, die in Halo Reach, glaube ich, ihren Höhepunkt gefunden hat. Gut, wobei in Halo 3 war es auch schon ziemlich krass, wo sich dann auch schon in der VR-Scope hat sich die Umgebung gespiegelt und so Shit. Das war ja schon krass. Was ich zum Beispiel auch ziemlich nervt, ja, beim Ghost in Halo 4, wenn du auf den Generator vom Ghost schlägst, dann geht er nicht auf einen Schlag kaputt. Ja, die Ghosts in Halo 4 sind sowieso etwas robust, sagen wir es mal so. Ja, das auch, aber was mich unglaublich nervt, ist halt, dass dieses kleine Detail, das ich eigentlich immer sehr schön fand, ich werfe ein Veto fast. Ja. In Halo 4 dann nicht mehr da war. Weil in Halo Reach fand ich das eigentlich mal ganz lustig, so auch so vom Hintergrund, hinter des Ghosts so ungefähr, ja, dass der dann da halt kaputt geht auf einen Schlag und so. Das war nicht ja mehr da. Was ich halt auch finde, das haben sie jetzt zwar mit dem Patch schon ganz gut hingekriegt, das zu balancen, aber DMA und BA in einem Game geht einfach gar nicht. Ja, sie hätten es ja schlau machen können, indem sie dann, was weiß ich, DMA Slayer und BA Slayer und vom Oh fuck, jetzt habe ich das auch wieder gemacht. Und von mir aus auch Light Rifle Slayer oder sowas gemacht hätten. Machen hätten sollen, können, tun, Deutsch, fail. Das wäre dann wieder, also es wäre zumindest besser gewesen als das, was sie da gemacht haben, weil das war fail. Es leckt ein bisschen, kann es sein?
Ja, doch. Also entweder treffe ich nichts. Ist mir gerade aufgefallen. Oh, fuck. Ah! Ein Gastelite. Elite habe ich. Perfekt. Wenn es den Leute One-Shot oder so. Ah, zu kurz. Oh, die quitten immer. Oh, ist das ärgerlich. Au. Oh. Wenn jetzt kein Spiel, wo die nicht gequittet sind. Das stimmt, seit Reach ist das so. Da hat es angefangen. Au, ja klar. Oh Mann. Ich hoffe immer, dass man meinen Controller-Klackern nicht im Hintergrund hört. Ganz dezent, zumindest auf Skype, aber. Ich glaube, das wird es auch die Leute nicht so stören. Hoffe ich. Nein! Warum hat er einen Hammer? Warte für Season. Gesundheit. Danke. Oh. Oh Gott. Böse Gesellen. Wie viel haben wir denn noch? Oh Gott, das sind ja wieder nur noch. Das wird dann bald hier zum Tour und Tour. Oh, hier liegt eine VR. Doubles. Ich mit. Team Doubles. Ich glaube, ich habe nicht dich getroffen. Och, er hat eine Shotgun. Er hat eine Shotgun da, der eine. Und er klappt den Kill damit. Das war ein Arsch. Und ich schieße daneben. Es ist auch noch einer. So. Gut, der Shield. Ah, das war schon wieder der mit der Shotgun. Ein Gast mit 9 Kills. Da drehen sie mir schon wieder die Zehennägel nach oben. Das ist, sowas sieht man als, also ich muss dazu ja sagen, ich bin ja in letzter Zeit eigentlich nur noch am Montageclip sammeln gewesen. Und wenn man dann so einen Gast sieht, der einfach mehr als 5 Kills hat oder allgemein schon weiß, wie man die Grundfunktion des Spiels hat. Lustigsten ist dann nur, wenn die Gäste besser sind als die eigentlichen Leute. Ja, das ist noch schlimmer. Ja, die campen jetzt mit Shotgun, das wird das lustig. Pass auf, die haben da Shotgun Kammer. Oh fuck. Oh, oh Gott, ich lebe noch. Scheiße, okay. Fuck. So viel dazu. Die holen auf, diese elendigen. Einfach so. Die Schlawine. Oh nein, nein. Oh, scheiße. Der war auch noch. Ich brauche jetzt erstmal ein VR oder so. Ich brauche genug ins Obi reinzurennen. Die Gelben wiederum können ja gar nichts. Ja, süße, der Gelbe. Ah ne, es sind sogar noch zwei, krass, Tatsache. Ja, es sind zwei. Oh. Oh Mann. Der Rote mit dem Hammer. Der andere Rote kommt in die Mitte gerascht. Ich bin natürlich runtergesprungen. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, der kriegt mich noch. Was? Damn. Läuft doch. Oh, das gibt hier ein Hammer-Duell jetzt. Der Rote hat einen Hammer, ich hab einen Hammer. It's Hammer Time! Oh Gott! Stimmt doch! That's Drave! Mann ey! Hoffentlich steht er nicht direkt hinter mir. Nein, tut er nicht. Oh Gott, das wird ärgerlich. Das wird sehr ärgerlich. Fuck. Ich spray den jetzt hier weg. Pass auf, er hat meinen Hammer. Oder dein Hammer. Der hat mein Hammer. Und jetzt ist es sein Hammer. Oh mein Gott! Da unten gelb! Wieso ist er jetzt nicht gestorben? Das. Die Leute, das musst du jetzt ins Video bringen und dann sollen mir die Leute erklären, wieso ich gestorben bin. Jetzt haben die Gelben die Shotgun. Sowas Blödes. Oh, er spawnt hinter mir, was ist da los? Naja. Oh Mann! Nur weil die Nate Laggy verzögert rauskam. So ein Mist. Und dann steht da noch der Battle Shield, ey. Oh toll, jetzt hat der Karabiner hier wieder keine Munition. Was? Er zieht sich einfach ran. Warum auch nicht? Ja, yeah, Spiker-Action. Watz, 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 watz. Ja, get owned. So, Zeit zu Plasma-Pisteln. Oh fuck. Ich geh dann mal. Sah schön aus. Was?
Der Gast hat mich geowned. Der zieht sich entweder dran mit seinem Hammer und die gewinnen auch noch, weil die dauernd ihren scheiß Hammer da haben. Das kann's doch wohl nicht sein. Weil die da immer... Die haben ja schon Wurzeln geschlagen im Snipe Tower. Ja. Yo, er bombt mich weitaus über die Map weg. Ja, endlich ist der Kerl down. Oh, fuck. Voll kassiert, Alter. Ach, komm. Sah schön aus. Kommt um die Ecke und bombst nicht weg. Ich dachte, sag mal, will die Sniper eigentlich auch mal wieder abkommen? Nein, jetzt haben die Gelben den Hammer. Wie sollen wir die da? Hier liegt eine Snipe. Wo? Hier, wo ich stehe, hinter dir. Wo stehst du? Hä? Ah, da hab ich's doch gerade gesehen. Ah, und da liegt doch der Hammer. Ah, nom 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 nom. Okay. Au! Oh. Ich glaub, dir geht's wohl zu gut. Hammer time. Ey, das gibt's nicht. Jetzt ist die Sniper gedroppt. Unten, der kommt unten. Oh, okay. Ganz unten, oder? Ja, ganz unten. Oh, der hat einen Hammer. Fuck! Und er stirbt mich durch meine Granate, was soll das? Was? Ja, der so arm, oh, er hat so Obi aufgenommen. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Obi ist schon mal weg. Oh, get ready. Oh, lol. Ah, na toll, ja, schieß mich an, weil ich auf Top mitstehe. Diese dummen, dampfen, scheiß Assault Rifle. Eine BR. Wundervoll. Ja, okay, vielleicht ist es nicht klug, über Top mit zu pushen, aber ich weiß. Und dann kommt von sonst so wieder der Karate, Mann. Diese dummen Roten, Mann. Die dürfen nicht. Alter, die haben schon 10 Kills vor. Alter, jetzt. Jetzt muss ich mich aber anstrengen hier. Die sollten jetzt mal langsam drauf gehen. Ja, doch. Wir müssen. Warum die ist, hat er jetzt sein Schild gerackt? Die haben aber auch Host, muss ich sagen. Aber vermute ich mal. Ja, doch, ziemlich stark würde ich davon ausgehen, so wie sich der Rote mit seinem Hammer immer ranzieht. Und so wie er mit seiner Long Range AR umhergeht. Kann ja nicht sein, dass wir hier verlieren. Na gut, wir kriegen ja trotzdem noch ein EP, aber. Ja. Rein um die rein Ehre! Um die Ehre, du sagst es. Drop doch runter, Leute, kommt schon. Hier unten, ich bin ein roter Punkt. Das ist jetzt halt auch wieder was in Halo 4 zum Beispiel, oder in Reach war es ja eigentlich auch schon so, da ist das Gewinnen nicht mehr so im Vordergrund. Ja, weil es halt einem auch wirklich nichts verbringt. Ich meine, dieses komische True Skill hätte jetzt vielleicht noch irgendwas aussagen können, aber so dumm wie die ist. Wieso haben die dauernd den Hammer, Mann? Ich glaub's noch. So, wie lange nehmen wir denn auf? Oh Mann. Wir nehmen eine halbe Stunde. Oh, okay, ja, dann sollten wir vielleicht doch tatsächlich jetzt langsam mal zur Verabschiedung übergehen. Ja, ja. War immerhin ein guter Anfang für mich. Ach, naja. Plus 18, da kriege ich Krebs, wenn ich das sehe bei ja, dem Gast. Ja, komm, was hatte denn für einen Zerstörer? Ja, der hatte, der eine, der muss, also, warte mal, Rot. Frag Grenade. 6 Kills mit der Granate. Ja, das ist ja schön. Ich glaub's noch, Mann. Das macht mich fertig. Das wäre jetzt so ein typisches Spiel gewesen, wo man mit einem 2er-Count gewittet hätte. Minus 5. Aber sei es wie sei. Ja. Wir haben den EP noch ergattert. Ja. Der EP soll auch sehr sein. Was auch sehr schwer gegen die Gelben war. Minus 18, minus 17. Naja. Die waren halt gut. Ja. Aber finde ich schön. Ich finde es schön, dass es immer noch Anfänger gibt. Das stimmt, ja. Ich sage jetzt bewusst nicht Noobs, weil Noobs ist, hört sich so beleidigend an. Und immerhin, jeder war mal schlecht, würde ich sagen, am Anfang. Das stimmt, ja, doch, durchaus. Naja, was soll's. Also ich vielleicht, wenn auch jetzt dann irgendwann mal Halo 3 für, mit Games of Goals kommt, dann sind ja wieder mehr Leute. Das wäre doch mal cool. Das wäre sogar sehr cool. Das wäre cool zum Klippen. Das wäre allein schon cool zum Spielen, das würde mir schon reichen. Dann kann man vielleicht auch mal Ranked unter 5 Stunden suchen spielen. MLG muss ich sagen, ich habe mit Flo, mit Example, ja, oder Blurry, wie auch immer man ihn jetzt nennen will, MLG gespielt, das hat gut funktioniert, da findet man echt noch gut was, aber zumindest nur im hohen Skillbereich, so 40 bis 50. Ja, aber darfst du raten, wo ich nicht bin. Naja,
Egal, aber bevor das Ganze ja noch weiter, glaube ich, in die Länge ziehen, beginne ich mal mit der Verabschiedung. John, tschüss, sagt der Quert. Das ist wow, episch. Ja. Ich habe nur Danke an Quert, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, immer wieder gerne. Das wird sicherlich hoffentlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, schauen wir mal, bei uns FFL ist ja jetzt nichts mehr los. Ja, vielleicht kommt vorerst. Vorerst! Da ist schon was in Planung, kann ich mal sagen, aber das wird dann nicht mehr FFL sein, sondern was anderes, aber da schauen wir mal. Das ist noch alles sehr weit in der Zukunft. Ich freue mich mehr dabei. In dem Sinne sage ich auch von meiner Seite aus gewohnt Tschüssikowski.